wir kommen gerade vom Einkaufen. Wir waren bei Lidl und wir haben eine ganze Menge gekauft. Wir haben über 100 Euro ausgegeben. Ich glaube so 107 Euro oder so. Wir haben aber auch ein paar Sachen gekauft, die man nicht so alltäglich kauft. Und ich drehe jetzt die Kamera und hoffe, dass sie nicht hier spinnt und zeige euch mal, was wir gekauft haben. So, ich fange jetzt einfach mal hier an. Feuer wollte unbedingt Erdnussflips haben. Dann habe ich für die Feiertage, wir haben heute den 19. Dezember. Ich weiß nicht genau, wann das Video hochgeladen kommt, aber ich habe schon so ein bisschen Vorrat gekauft. Und zwar haben wir dann wahrscheinlich keine Lust, zum Bäcker zu gehen. Jetzt habe ich hier so Weizentoastbrötchen gekauft und zwei verschiedene Sorten Aufbackbrötchen, Brunchmix. Und einmal so, ja, wie heißen die? Goldkrüstchen. Genau. Die habe ich gekauft, einfach so für Weihnachten. Dann habe ich so eine Grünkohlpfanne gekauft. Weiß ich nicht, sah irgendwie ganz lecker aus. Ich mag Grünkohl. Ich weiß nicht, jeder mag Grünkohl, aber ich mag das. Ich dachte mir, es ist vielleicht mal so für, also jetzt nicht für Weihnachten, sondern einfach so, wenn nach der Arbeit, wenn es mal schnell gehen muss. Dann habe ich Raclette-Käse gekauft. Ich habe vor kurzem auch schon mal Raclette-Käse gekauft. Das waren aber so verschiedene Sorten. Da war so Raclette-Käse mit Pfeffer und mit Chili. Und das ist jetzt hier der ganz stinknormale. Der war im Angebot für 1,99 €. Den habe ich jetzt gekauft, den gibt es bei uns zu Silvester. Und dann habe ich mir so Damen-Achsel-Hemden gekauft. Ich habe sie in XXL gekauft. Ich habe die mal angehalten. Ich weiß nicht, da steht Größe 52, 54. Die habe ich jetzt im Normalfall nicht, aber irgendwie, keine Ahnung, die laufen ja auch immer ein. Und die brauche ich einfach nur so zum Unterziehen. Wenn ich eine Bluse oder so anhabe, dann ziehe ich sowas gerne unter, damit man halt nicht in die Bluse reingucken kann. Genau. Dann habe ich hier einmal so ein Meersalz, Frischkäse, Geflügelmortadella, gekochten Schinken. Den brauchen wir für so einen Nudelschinkengratin. Den sollte es, ich glaube, Montag oder so. Nee, Sonntag soll es den geben, genau. Ich habe so eine Liste gemacht. Dann Salami, nochmal Salami, die essen wir ganz gern und zur Not ist auch noch was fürs Raclette da. Dann, das ist Koya gerne, die Kinder mögen das nicht, Geflügel, Paprika, Leona, aber Koya mag das sehr gerne und ich dachte mir, ich nehme das jetzt einfach mal mit. Dann habe ich noch normalen einen Käseaufschnitt zweimal geholt. Dann kommen wir zu den Sachen, die nicht so alltäglich sind und zwar habe ich ganz viel Hackfleisch gekauft, das sind jeweils 800 Gramm und die brauche ich, weil wir sind zu einem Geburtstag eingeladen. Koyas Tante hat heute Geburtstag, die feiert aber erst übermorgen. Also am 20. Nee, heute ist der 19. Am 21. feiert sie. Und die sind bis zum 23. haltbar, also kein Problem. Und jeder bringt was mit. Und wir haben gesagt, wir bringen Frikadellen mit. Und es kommen insgesamt, das habe ich schon mal in meiner Insta-Story gesagt, 70 Leute. Die essen nicht natürlich nicht nur Frikadellen, aber es müssen natürlich ein paar mehr Frikadellen sein. Und deswegen so viel Mett, so viel Hackfleisch. Dann habe ich noch ein paar Eier gekauft, die brauche ich dann auch hierfür, für die Frikadellen. Dann geht es weiter, hier ist der Nudelschinkenratter, das ist einfach so eine Packung, es geht schnell und schmeckt lecker. Dann habe ich einmal Ketchup mitgebracht, der ist nicht für uns, sondern den nehmen wir dann halt auch mit, weil ich dachte mir, wenn es dann halt Frikadellen gibt, dann fehlt noch Ketchup und Senf, vielleicht denken die anderen da nicht dran, dass so die das alles so organisieren mit dem Essen und so. Und dachte ich mir, dann kaufen wir nochmal Ketchup und Senf habe ich auch noch irgendwo. Dann habe ich nochmal Öl, weil mein Öl ist fast alle. Den brauche ich für so einen Salat und halt so, wofür man halt Öl braucht. Dann Erbsen und Möhrchen. Und dann habe ich hier nochmal einen Karton mit Mandarinen gekauft. Der hat, ich glaube, fast 4 Euro gekostet. Fand ich ein bisschen teuer. Ich bin auch der Meinung, dass ich ihn das letzte Mal für, weiß ich nicht, 2,50 Euro oder so gekauft habe. Aber die Mandarinen haben so lecker geschmeckt und das ist die gleiche Verpackung. Ich hoffe, dass die hier quasi vom gleichen Mandarinenhof kommen und vom gleichen Mandarinenbaum am besten und halt einfach genauso gut schmecken, weil die waren richtig lecker. Es gibt ja immer welche, die schmecken nicht so gut, aber die waren mega lecker und deswegen habe ich auch gerne die 4 Euro ausgegeben, wenn ich weiß, dass sie schmecken. Dann habe ich Schokojoghurt gekauft, 2 Stück haben schon die Kinder, also jeweils einen genommen. Das ist hier so Zott Monte mäßig, ne? Irgendwie günstig. Dann einmal Toastbrot. Achso, dann habe ich hier, gut, dass Ben jetzt hier nicht oben ist, ich habe hier nochmal Knete gekauft für Weihnachten. Die haben 3 Euro gekostet und ich habe die jetzt einfach nochmal mitgenommen. Und zwar kaufe ich auch die Geschenke für die ganze Familie eigentlich. Und das werde ich dann Koyas Mutter quasi verkaufen und dass sie das dann für Ben noch so zusätzlich
schenkt zu Weihnachten. Dachte ich mir für den Preis, und er knetet halt wirklich gern. Deswegen habe ich auch gleich zwei verschiedene Sorten mitgebracht. Man erkennt die Farben jetzt nicht so gut. Das soll blau sein und das ist so ein Grün. Das sieht hier in der Kamera ganz komisch aus. Genau. Dann haben wir einmal Windeln noch für nachts. Da haben wir eigentlich noch ein paar, aber wir haben die halt unten und hier oben haben wir keine. Und Ben macht auch noch manchmal ein Stinky in die Windel und da, also das macht er nur in die Windel und deswegen brauchen wir öfter mal Windeln. Genau, deswegen halt welche für oben und welche für unten. Dann geht's weiter mit Nougat Bits. Die lieben die Kinder einfach. Ich versuche das immer so ein bisschen einzugrenzen, aber ich kann es nicht ganz verbieten. Dann habe ich ja auch gesagt, ich habe Senf geholt. Zweimal nehmen wir halt mit zu dem Geburtstag und einmal brauche ich noch, weil ich nicht mehr genau wüsste, wie viel Senf wir hier haben. Und Senf kommt auf jeden Fall auch ganz viel in die Frikadellen rein. Und da wir ja so viele haben, brauchen wir auch viel Senf. Genau. Und dann habe ich noch einmal so ein Netz Kartoffeln gekauft. Dann haben wir hier ganz viele Kidneybohnen. Mir fehlen noch die weißen Riesenbohnen. Die gibt es immer beim Türken. Da waren wir jetzt heute doch nicht. Wir wollten erst hinfahren, aber haben es dann doch nicht gemacht. Das muss ich morgen noch kaufen. Ich habe jetzt hier 10 Dosen Kidneybohnen. Denn wir machen auch noch meinen heißgeliebten Bohnensalat. Den habe ich euch, glaube ich, schon ganz oft gezeigt. Genau, da brauchen wir Kidneybohnen, Paprika und Gemüsezwiebeln. Und dann ist der eigentlich fertig. Eigentlich kommt auch noch hier Schafskäse rein. Das mache ich, wenn ich den für uns mache, nicht, weil ich kein Schafskäse mag. Aber für den Geburtstag mache ich das natürlich. Deswegen haben wir hier 10 Dosen Kidneybohnen. Ich weiß noch nicht, wie viele ich brauche, aber die werden ja nicht schlecht. Nicht schlimm. Dann habe ich hier Hirtenkäse. Das nehme ich einfach den günstigen, der reicht eigentlich aus. Er ist eben Salat, da schmeckt man diesen Geschmack eh nicht so raus. Das, ich weiß nicht, warum Koya jetzt hier Light-Käse gekauft hat. Hat er sich, glaube ich, vergriffen. Die Kinder sind unten ein bisschen nölig. Ich muss mal ganz kurz gucken, was Ben jetzt hat. Koya ist zwar unten, aber... Was? Ben, was ist denn los? Mia, nicht schreien! Okay, Ben ist einfach nur müde. Wir haben es auch schon 20 nach 6 und das ist so seine Zeit. Macht keinen Mittagsschlaf mehr, also meistens keinen Mittagsschlaf. Und dann ist so 18 Uhr eigentlich schon die Zeit, wo er mega kaputt ist. Deswegen ist er gerade ein bisschen nölig. Ich mache jetzt aber weiter. Koya ist übrigens unten. Dann habe ich hier einmal ein paar Himbeeren mitgebracht für Mia. Die liebt Himbeeren. Dann einmal Mozzarella. Den brauchen wir halt für den Nudel-Schinken-Auflauf. Das hier hat Koya sich mitgenommen. Das sind hier so, sieht man jetzt nicht, ne? Meine Kamera ist auch richtig doof. Hirtenkäse, Würfel. Hallo, was ist hier los? Da, Autofokus. Hirtenkäse, Würfel. Dann habe ich einmal Sauerkraut mitgenommen. Ich möchte mir nämlich jetzt gleich noch eine Sauerkrautsuppe kochen. Nochmal Gouda, dann war Frub im Angebot, den habe ich, glaube ich, zweimal mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wo der zweite ist, habe ich euch den schon gezeigt. Und habe ich davon zwei mitgenommen, in einer anderen Sorte. Ach da, da ist der andere, Kirschbanane. Ich weiß gar nicht, ob Mia den mag, so, aber ich habe den jetzt einfach mal mitgenommen. Genau, dann haben wir hier nochmal zwei Sorten mit Frischkäse, Kirsch, Tomate, Chili und grüner Pfeffer. Grüner Pfeffer, hat Koya gesagt, schmeckt richtig gut und... das sind halt die günstigen, die kosten 99 Cent und diese Sachen teuer kosten meistens sonst das Doppelte, fast 2 Euro. Und die sind, glaube ich, noch bis im Februar oder so haltbar, deswegen, ja, genau. Oh, mein Eis, das muss ich gleich ins Gefrierfach packen. Ich habe mir nochmal Cookie-Doo-Eis mitgebracht, das ist mein Lieblingseis. Und ja, für abends in den kühlen Stunden auf dem Sofa liegen und den Kamin anmachen und Cookie-Doo-Eis essen, es gibt, glaube ich, nichts Leckeres. Genau. Ja, dann haben wir noch ein paar Mal die Paprika geholt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ich denn die Paprika in dieser Verpackung geholt habe. Jetzt möchte ich mich auch nochmal rechtfertigen, warum ich die Paprika in der Verpackung geholt habe, in dieser Plastikverpackung. Und zwar ist es so, dass ich ehrlich gesagt nach dem Preis gehe. Wenn die losen Paprika, da gibt es auch lose Paprika bei Lidl, wenn die einfach deutlich günstiger sind, oder einfach günstiger sind, dann kaufe ich die. Wenn diese hier in diesen Beutelchen hier günstiger sind, dann kaufe ich die. Also ich gehe einfach nach dem Preis. Nicht nach ob Plastik oder nicht, sondern ich gehe nach dem Preis. Wenn die jetzt beide gleich viel kosten, dann würde ich natürlich die ohne Plastik nehmen. Und dazu muss ich sagen, hier sind verschiedene Sorten drin und die brauche ich. Also im Normalfall kaufe ich eigentlich immer nur rote Paprika, weil wir die einfach eigentlich nur essen. Koya mag zwar grüne Paprika, aber so die Kinder immer nur rote. Aber für meinen Salat
ist es am besten, wenn ich gemischte Paprika nehme, denn das sieht einfach schöner aus. Es schmeckt auch besser im Salat und deswegen fand ich das ganz cool. Und das ist sogar so eine Viererpackung, sonst hat man immer nur drei drin, das sind dann irgendwie 500 Gramm. Das hier sind 750 Gramm und die habe ich auch viermal mitgenommen, weil ich nicht genau weiß, wie viel brauchen wir jetzt dafür. Ich wollte lieber ein bisschen mehr haben als ein bisschen zu wenig. Genau, so, weiter geht's. Dann habe ich jetzt noch einmal Gemüsezwiebeln. Das ist auch wichtig, wenn man für den... Was denn? Mama, 16 Paprika. Oh, 16 Stück. 4x4 sind 16, Mia. Dann habe ich Gemüsepaprika geholt. Genau, da ist es wichtig, dass man für den Salat Gemüsepaprika nimmt, denn die sind nicht so scharf wie jetzt eine normale kleine Paprika. Also wenn man das da reinmacht, dann schmeckt der sie nicht. Das muss Gemüsepaprika sein. Dann habe ich hier noch einmal Backpapier genommen. Das sind diese Zuschnitte, die mache ich immer ja, im Backofen, kennt ihr ja. Und dann habe ich das hier noch gefunden. Und zwar glätte ich mir jetzt des Öfteren immer die Haare. Und jetzt habe ich hier so ein... eine Glättbürste. Und das habe ich mal schon irgendwo gesehen bei irgendeinem YouTuber von GHD und so. Voll teuer. Und das hier ist so eine Kreatin Glättbürste. Und die wollte ich gerne mal ausprobieren. Die ist von Christina Aguilera von dieser Serie. Die ist, arbeitet mit Lidl zusammen. Und da habe ich mir auch damals einen Föhn geholt. Der war richtig gut. Der ist irgendwann kaputt gegangen. Gleich mein Mäuschen. Der ist irgendwann kaputt gegangen. Aber solange er gearbeitet hat, war er halt richtig gut. Hat richtig gut geföhnt, die Haare getrocknet. Und deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Und das hat nur 12,99 € gekostet. Und das finde ich halt so cool. Ich habe jetzt zum Beispiel auch geglättete Haare. Wartet mal. So, jetzt habe ich mir schon Zopf gemacht, aber geglättete Haare. Und das ist halt immer doof. Also ich mache das zwar mit dem Glätteisen, was ich habe, aber ich kämme halt immer und habe auf der anderen Seite das Glätteisen. Und jetzt will ich einfach mal gucken. Das kann man, so wie ich das jetzt verstanden habe, wie so eine Bürste nehmen. Das heißt, ich kämme durch und gleichzeitig glättet das. Das will ich einfach mal ausprobieren. Für 12,99 € dachte ich mir, probiere es aus. Und man kann hier auch die sieht man jetzt so schlecht, ne, weil mein Fokus nicht funktioniert. Man kann auch die Temperatur einstellen. Das ist bei meinem Glätteisen auch so höher oder aber 180 Grad habe ich da irgendwie mal eingestellt. Genau, das wollte ich jetzt einfach mal probieren. Ja, und so kamen die 107 € oder so zustande. Aber nicht schlimm. Es sind halt ein paar Sachen dabei, die halt nicht so gewöhnlich sind. Das war jedenfalls unser... Ich will gar nicht mal sagen Wocheneinkauf, weil wir gehen bestimmt nochmal wieder einkaufen. Aber so fürs Wochenende reicht es auf jeden Fall und für den Geburtstag und so weiter und so fort. Für Weihnachten und für die Ferien hier. Morgen habe ich Vollversammlung und morgen dürfen keine Kinder fehlen, weil sonst muss Frau König, glaube ich, auf der Bühne das sehen alle und sie richtig hinstellen. Genau. Mia hat morgen den letzten Schultag und da haben sie so eine Vollversammlung und eine Aufführung. Egal. Das war jedenfalls mein Einkauf. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich räume das jetzt weg. Und ich glaube, ich vlogge noch ein bisschen. Also bis im Vlog wahrscheinlich. Bis dann. Tschüss.